Ja, hallo zusammen. Herzliche Grüße aus der Infrarotkabine, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Und zu einem spannenden, kurzen oder kurzweiligen Video von mir zum Thema Infrarot-Sauna-Detox. Was es damit auf sich hat, wofür das überhaupt gut ist und was die Vor- und möglicherweise auch Nachteile sind, das erfährst du jetzt hier in diesem kurzen Erklärvideo von mir. Und ich hoffe, dir einfach einen kleinen Input geben zu können in dieses gesamte Thema. Rund um eben Entgiftung, warum ist die notwendig und so weiter, bis hin zu wie funktioniert das eigentlich mit einer Infrarot-Detox-Sauna und was nutze ich da selber. Ich habe ja in letzter Zeit immer mehr und immer verstärkt auch wieder Anfragen bekommen von Menschen, was ich selber mache, und ich habe da auch diese Self-Empower-Videoreihe hier im Kanal, und da kannst du jetzt im Rahmen dieses Videos einfach mehr zu erfahren. Und ja, ich weise eben einfach darauf hin, dass es gibt da verschiedene Bauarten und Typen. Ich habe von meinem Anbieter schriftlich die Nachricht bekommen, dass es hier zu keinerlei Augenschädigung kommen kann aufgrund der Technik. Aber es gibt natürlich andere Anbieter, wo das der Fall sein könnte. Da müsste man dann Schutzbrillen tragen, gegebenenfalls, wenn man Vollspektrumstrahler benutzt. Man müsste auch bei unsachgemäßiger Handhabe darauf achten, dass man sich keine Hautverbrennungen zuzieht. Bei sachgemäßer Handhabe ist das in der Regel ausgeschlossen. Jedoch solltest du abklären, wenn du schwanger bist oder vielleicht bestimmte Vorerkrankungen hast, wie beispielsweise hier aufgeführt, Epilepsie, Bluthochdruck, Lähmungen, Narben, gerade Medikamente einnimmst, Betäubungsmittel konsumiert hast oder akute Infektionen, Fieber, Thrombose, Verletzungen hast und so weiter, mit deinem Arzt einfach absprechen, ob das für dich sinnvoll ist. Das Video ersetzt natürlich keine fachliche, kompetente Beratung in dem Sinne. Das müsstest du eigenverantwortlich und individuell dann für dich ja, aufsuchen. So, genau. Das einfach mal so zum Start. Und ja, wofür ist jetzt Entgiftung oder so, warum ist das eigentlich wichtig? Vielleicht stellst du dir die Frage, vielleicht stellst du dir die Frage auch nicht. Vielleicht ist das für dich auch völlig klar. Wenn das für dich völlig klar ist, ist das gut, weil ich denke, dann hast du schon ganz wesentliche Dinge in deinem Leben verstanden. Entgiftung funktioniert ja, wie wir wissen, über die Haut. Die Haut ist eben das wichtigste Organ dafür und transportiert eben über den Schweiß ganz viel raus. Und es ist halt so, dass wir heute in einer Welt leben, die sich massivst von der unterscheidet, in der unsere Vorfahren gelebt haben, im Rahmen der Schadstoffbelastungen, denen wir ausgesetzt sind. Der durchschnittliche Organismus hat eine Schadstoffdichte von ca. 700 verschiedenen Schadstoffen im Leib. Neugeborene, habe ich letztens wieder gelesen, haben sie 267 Chemikalien im Körper gefunden. Der Schnitt ist 200. Damit kommen die schon zur Welt. Das haben die quasi von Mutti schon übernommen. Man weiß ja auch, dass der Erstgeborene häufig schon einiges mitnimmt für die, die danach kommen. Der kriegt also am meisten ab von dem, was Mama angehäuft hat an Toxinen. Sei es jetzt, was weiß ich, über Konsum von irgendwelchen Substanzen, sei es über Amalgamfüllungen und solche Dinge halt alles, oder was einfach aus der Umwelt kommt, ne? Wasser, Luft, Nahrung etc. Und ja, das Problem ist einfach, dass die ganzen Chemikalien von den Firmen immer noch isoliert untersucht werden, und der kumulative Effekt wird da gar nicht berücksichtigt bei Studien, und der Langzeiteffekt wird in der Regel auch nicht entsprechend untersucht. Und dass wir infolgedessen gar nicht genau wissen, wie der Langzeiteffekt ist. Und deswegen müssen wir also nach der heutigen Belastung unser Detox-System schon gut unterstützen. Und zwar nicht nur punktuell, sondern regelmäßig. Das sagen ja viele Ärzte und Heilpraktiker auch. Und da gibt es ja alle möglichen Dinge. Manche kann man selber machen. Bei manchen muss man eben einen Umweltmediziner aufsuchen, wie zum Beispiel bei diesen Chelatbildern, die da stehen. Ja, ich habe ja hier das BEMA auch, das aktiviert zum Beispiel Mikrozirkulation für Versorgung und eben Entgiftung. Zum Beispiel auch das Fußbad haben wir auch, das müssten dann aber Platinspulen sein, weil alles andere, wo das Wasser so braun wird, wo man früher immer dachte, das wäre die Entgiftung, falsch gedacht, das ist dann eine Vergiftung im schlechtesten Fall durch diese Schwermetalle, die dann im Wasser drin sind, weil bei einem guten Platin-schwulen Fußball ist das nicht der Fall. Und jetzt geht es eben nicht um diese Zusatzdinge, die man hier so für sich tun kann, wie beschrieben, sondern es geht wirklich um die abgeschirmten Infrarot-Saune mit der True-Wave-Technik, plus natürlich Wasser, das ist auch immer wichtig, dass man filterreines, strukturiertes Trinkwasser dabei trinkt. Da gehe ich am Schluss auch nochmal kurz drauf ein. Das ist natürlich beim Saunieren oder bei jeglicher Art von Entgiftung total wichtig. Und ja, auch so die Klassiker wie Säfte, Green Smoothies und so weiter, das sollte natürlich alles möglichst in einer guten Qualität vorhanden sein, soweit das machbar und leistbar ist oder möglich ist. Und wenn man da bis dato in seinem Leben die Prioritäten anders gesetzt hat, dann wäre es vielleicht mal an der Zeit, mal zu gucken, was sind denn die Unterschiede zum Beispiel zwischen konventionellen Nahrungsmitteln und welche nach dem Demeter-Standard produzierte. Was haben die möglicherweise nicht drin, was die anderen deutlich mehr drin haben. Da gibt es ja Untersuchungen zu, beziehungsweise was ist möglicherweise auch mehr drin. Im positiven Sinne. Ne? So, und der Cheftoxikologe der US-Umweltschutzbehörde sagte eben, dass wir eine chronische Belastung haben, und das ist auch der Grund, warum Chemikalien wie Dioxin selbst in geringer Menge extrem gefährlich sind und dass der menschliche Körper eben keine Möglichkeiten hat, diese herauszubringen letztendlich. Und einer der Vorläufer dieser heutigen Detox-Technik, wie wir bei der Infrarot-Sauna vorfinden, ist der Harvey Kellogg, bekannt von den Cornflakes, und er hat auch Erdnussbutter erfunden und andere Dinge. Der hat also als erster 1891 eine elektrische Lichtbademaschine entwickelt, ja. Und hatte ein Zentrum gekauft, und das war fast pleite, das Allen White Health Institute, ich glaube in Michigan war das, oder was, Minnesota, ich weiß jetzt nicht genau. Und da hat er einen holistischen Gesundheitsansatz verfolgt, und da waren bekannte Leute wie Henry Ford oder Thomas Edison auch, und das hatte bereits 1900 schon 700 Betten, ein Riesending. Er ist dann leider in der Wirtschaftskrise, weil er vorher einen Umbau gemacht hat, ist er dann insolvent gegangen, musste das dann schließen später. Aber ich denke, er war da sehr erfolgreich und auch sehr kontrovers, progressiv. Also er war auch, was Fleischessen und so angeht, sehr progressiv, denke ich. Er hat dann gesagt, irgendwie, dass wenn es auf dem Feld liegt, tot ist, sagt man, das ist ein Kadaver. Und wenn es beim Metzger liegt, dann soll es gesund sein oder soll es gutes Fleisch sein. So progressive Sachen hat er da von sich gegeben. Also der war schon, denke ich, auch seiner Zeit voraus. Und er war eben, wie gesagt, der Erfinder dieser ersten Infrarotkabine, auf der die heutige Technik letztendlich dann aufbaut. Und 1800 hat Herschel dann ja das Infrarotspektrum entdeckt. Das ist ja in der natürlichen Form vorhanden, beispielsweise in der Sonne oder im Feuer, oder Lebewesen strahlen das ja eben auch ab. Und das ist also der Spektralbereich, der zwischen dem sichtbaren Licht liegt und der Terahertz-Strahlung. Und wir unterscheiden das eben in unserem Raum in A, B, C. Und das sind eben jeweils die kurzen, mittleren oder langwelligen Infrarotwellenlängen, die da im Grunde beschrieben werden. Und ABC ist auch eben die Unterscheidung für die Strahler, also in den Infrarotsaunen, in welcher Dichte die arbeiten oder wie die arbeiten und uns eben dann dort in der Sauna selber befällt, hätte ich beinahe gesagt. Das heißt also, wenn du da drin sitzt und du hast jetzt den Vollspektrumstrahler, der deckt dieses gesamte Spektrum entsprechend ab. Wenn du da nur die jeweiligen Typen hast, A, B oder C, ist das nur dieser jeweilige Typ. Wobei, dabei ist es eben so, dass die A-Strahler ihr A-Strahler am tiefsten reingehen, 4 bis 5 mm, und die B- und C-Strahler eben mehr an der Oberfläche verbleiben, und diese ganzen Flächenstrahler in diesen Geräten haben halt, sind halt eher die C-Strahler. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Genau. Wir kennen das ja von den Heizlampen, wie man da gerade auch eine gesehen hat, diese Infrarotlampen. Hier ist es jetzt aber bei der Sauna, von der ich rede, die haben eben ein patentiertes Verfahren, wo die Hybridstrahler entwickelt haben, wo quasi eine Carbontechnik und eine Keramiktechnik zusammenwirken. Wird da immer noch gestritten, was besser ist, und die haben halt eine Fusion gemacht aus den besten Teilen oder den besten Elementen. Und ja, diese Tiefenwärme, die wird eben generell als sehr angenehm empfunden, von Tieren auch. Ja, also das ist von Mensch und Tier gleichermaßen. Tiere sind immer, sage ich, placebo-resistent. Und das Gute dabei ist, dass die Luft nur in geringem Maße erwärmt wird. Und ja, die Infrarotwelle, sobald die auf den Körper trifft, wandelt die sich dort in Wärme oder in Energie um, aktiviert den Blutfluss, und dadurch kommt ein sehr intensives Schwitzen von innen aus der Tiefe heraus, und das ist so im Gegensatz zu diesem oberflächlichen Schwitzen, wie das in klassischen Saunen der Fall ist. Ja, so, das heißt, der Organismus ist auch nicht so belastet, weil man einfach jetzt nicht in 100 Grad Hitze da vor sich hin braten muss, sondern das funktioniert bereits schon bei niederen Temperaturen. Die Infrarottechnik wird ansonsten auch für die Thermografiekameras eingesetzt, um zum Beispiel ja, Entzündungsherde oder andere Dinge zu untersuchen. Da kann man eben darüber ein Stück weit Aufschluss kriegen, was denn da quasi im Organismus ja, Sache ist, wenn man sich diese Dinge eben in dieser Thermografie anschaut. Und das ist ja mittlerweile auch sehr, sehr weit fortgeschnitten. Hier rechts sieht man so ein Bild von einem Hund und einem Mann. So, wir haben ja so einen Körperkern und die Schale, kann man sagen, das ist auch bei der Kältebehandlung ganz wichtig, das Thema, was ja so den Gegenpol spiegelt, aber letztendlich auch ähnliche Effekte haben kann. Wir haben ja also diesen Körperkern, der wird immer auf der gleichen Temperatur gehalten. Da sind also die lebenswichtigen Organe drin, kann man sagen, und die haben auch den höchsten Energieumsatz, obwohl sie nur 8% der Körpermasse ausmachen. So, und da gehen ja 70% der Energie durch. Und der Organismus versucht, diesen Bereich, was man links auf dem Bild sieht, immer bei 37 Grad zu halten. Und sobald sich jetzt was verändert, dann ja, wird die Temperatur eben entsprechend erhöht. Und wird dann also auch auf die Extremitäten, sprich auf die Körperschale hin ausgeweitet, ausgedehnt. Das heißt, der Körper wird dann ganz körpermäßig erhitzt. Bei der Kälte ist es genau andersrum, da zieht der Körper eben die Wärme nach innen in diesen Kern, und die Bereiche draußen werden kalt und immer kälter. Und deswegen ist es dabei zum Beispiel eine Gefahr, wenn man dann, nachdem man jetzt in der Kälte war, sehr schnell hinterher anfängt mit Bewegung, womöglich aufs Fahrrad oder eine heiße Dusche nimmt oder so, dann beginnt die Zirkulation eben sehr stark im Körper zu fließen, und das kann eben wirklich gefährlich werden, wenn sich dann das Kalte mit dem Warmen mischt. Genau. Ja, also insgesamt, wenn es dann kälter wird oder wärmer wird, wird der Stoffwechsel im Grunde erstmal aktiviert, und wir haben, also sollte man beides, wie gesagt, nicht übertreiben, ist beides nicht gesund, das zu übertreiben. Diese hierarchische Wärmeregulation im Körper, die beginnt im Rückenmark, geht zum Hirnstamm und dann zum Hypothalamus. Ja, und wie ich gerade schon sagte, ist es hier bei den Saunen jetzt eben so, dass wir aufgrund dieser tiefen Wärme, diesen tiefen Wärmeeffekt, schon bei 40 bis 60 Grad am Schwitzen sind. Also meine Erfahrung ist die, dass bei 50 schon es richtig läuft, und du, ja, also so habe ich selten in meinem Leben geschwitzt, das ist schon enorm, und man merkt aber sogar, dass der Schweiß eine andere Konsistenz bekommt, dass das irgendwie eine andere, ja, wie soll ich sagen, das hat irgendwie eine andere Qualität, ja. Es gibt da zahlreiche Ergebnisse auch zu, die berichtet werden in Literatur oder auf Fachseiten. Zum Beispiel, dass es ist wie ein passives Cardio-Training, sprich, dass die Herzrate wie beim Sport erhöht wird, also dass einfach fürs Herz ein gutes Training ist. dass man dann natürlich alles Mögliche entgiftet über den Schweiß, und zwar sowohl die wasserlöslichen als auch die fettlöslichen Anteile. Das heißt, da kommen Schwermetalle raus, alle möglichen Toxine, Weichmacher, Phthalate, Arsen, Cadmium, Quecksilber, Blei, auch Cholesterin oder Nervengifte und so weiter. 30 Minuten reichen schon, um 600 Kalorien zu verbrennen. Man hat in Studien festgestellt, dass bis zu 4% weißes Fett in 4 Monaten verbrannt wird, bei 3-mal die Woche, weil das wird ja auch immer mehr ein Thema in unserer Kultur, siehe USA, ne? Dann, wenn man das nach 15 Uhr macht, ist der Cortisolspiegel niedriger, dann geht es sogar noch doppelt so schnell mit der Verbrennung. Dann haben wir, was für Traumaleute ganz wichtig ist, dieser Hitzestress, der erzeugt, genau wie der Kältestress auch, im Grunde im Körper ja bestimmte Abwehrproteine, also hier nennt man die jetzt Hitzeschock-Proteine, die wiederum dann anfangen, beschädigte Proteine im Körper zu reparieren, die DNA zu schützen. Das wiederum aktiviert auch bestimmte, dieses Langlebigkeitsgen FOX03, ja, was auch diese 100-Jährigen alle haben. Und der Cortisolspiegel sinkt direkt nach der Sauna. Und das ist ganz wichtig, weil daraus eine neue Baseline entsteht. Also der Körper realisiert, wow, jetzt geht's runter, und also erst geht es stark hoch durch die Sauna und dann geht es eben richtig runter, und dann findet der Körper eben dort einen neuen Grund. Und der liegt eben in der Regel unter dem vorherigen. Und das ist wirklich sehr, sehr gut. Weil Leute, die chronischen Stress haben, die finden das ja gar nicht mehr darunter. Die sind ja immer in diesem Arousal. Ja, und dabei kommt es auch eben zu einfach guten Gefühlen, zu Glücksgefühlen. Man hat halt wirklich so Serotonin- und Dopaminausschüttungen, und man fühlt sich dabei, ja, und danach einfach gut und ist irgendwie zufriedener, ausgeglichener, balancierter. Und es geht einem grundsätzlich, ja, einfach auch mental besser. Das kann man wirklich so sagen. Und ich finde, das merkt man auch ziemlich schnell. So, und ja, es hat dann eben nicht nur einen kurzen Effekt, sondern hat wirklich dann auch einen längeren Effekt, weil ja, einfach über diese Senkung, zum Beispiel des Cortisolspiegels, dadurch ja, haben wir wirklich dann auch einen positiven Langzeiteffekt. Dann haben wir die Ausscheidung auch von eben Neurotoxinen, die nur fettlöslich sind. Das ist auch ganz wichtig. Das ist vor allen Dingen bei Patienten von, also Borreliose-Patienten, ist das eine ganz wichtige Unterstützung und Hilfe. Stichwort Lyme-Disease. Also die Menschen kriegen ja dann diese Toxine nicht mehr raus aus dem Körper häufig, und teilweise wurde die Borreliose erfolgreich behandelt, aber langfristig eben haben sie immer noch Probleme, und da ist dann diese Sauna eben sehr, sehr empfehlenswert. Ich bin damals darauf gekommen, weil der Dietrich Klinghardt die auch empfohlen hat. Und ja, also das bringt es eben raus. Dann wachsen neue Neuronen, und die bestehenden Verbindungen im Gehirn werden geschützt. Die Nervenkapazität wird beschleunigt, und Myelin, das ist diese Isolation um die Nerven herum, ne, ventrale Vagus ist auch myelinisiert, das verbessert sich. Der Norepinephrinspiegel, welcher für Fokus und Aufmerksamkeit ist, steigt an, das ist auch wichtig, denke ich. Blutkörperchen, die weißen, werden gestärkt, fürs Immunsystem wichtig. Man ist weniger übersäuert, die Muskulatur, Stichwort Körperpanzer, ist nicht mehr so verhärtet, und man schläft besser. Nebenbei hat es noch einen ganz netten Anti-Aging-Effekt für die Haut, sprich einfach, weil der ganze Kram jetzt da rauskommt. Und es gibt jetzt Studien mit Mäusen, wo man festgestellt hat, das sind wie gesagt keine Humanstudien, sondern wirklich mit Mäusen, dass die nach 30 Tagen deutlich weniger Krebszellen haben, wenn man die dieser Infrarot-Bestrahlung aussetzt. Allerdings waren das nur 25 Grad, also das war jetzt gar nicht so sonderlich hoch. Ich weiß jetzt aber nicht, inwieweit das mit der Maus dann, ja, wie viel die jetzt braucht, damit das entsprechend dann passt. Genau. Ja, also das ist schon mal, denke ich, ganz wichtig. Noch ein Anwenderhinweis, weil man ja wirklich da drin auch dehydriert. Wenn man das häufiger macht, ist es wichtig, dass man viel gutes Wasser trinkt, wie ich gerade schon sagte, gefiltert und strukturiert. Und da mache ich nochmal ein neues Video zu, weil mich fragen immer alle, welches Gerät ich nutze. mittlerweile, ich hatte ja verschiedene in meinem Leben. Dann, wie gesagt, die Elektrolyte müssen zugeführt werden in irgendeiner Form, Himalaya-Salz, Kokosnusswasser oder mit Algen, da muss man allerdings wieder aufpassen, wo die herkommen heutzutage. Ja, so, das ist, denke ich mal, so die Grundlage und da viel immer eben dabei viel trinken, das ist wirklich dann wichtig, während du da drin bist. Ganz wichtig ist, dass die Sauna wenig Elektrosmog hat, das ist ziemlich schwer, da überhaupt was zu finden, weil die meisten Sachen, das ist eine völlige Verstrahlung, wenn man drin sitzt. Dann sollte 360 Grad Infrarotversorgung da vorhanden sein. Für mein Denken diese Hybrid-Carbon-Keramikheizkörper, dann natürlich nicht giftiges, ökologisches und hypoallergenes Material, dass nicht durch die Hitze noch alle möglichen Toxine wieder freigesetzt werden. Was auch noch nett wäre, wäre eben eine lebenslange Garantie in Farblichtbehandlung. Und das habe ich eben bei der Firma Clearlight gefunden und die werben also auch damit, dass sie mit die niedrigsten EMF-Werte haben. Da gibt es einen Code unter dem Video, den du nutzen kannst, wenn du das kaufen möchtest. Ich befinde mich jetzt hier auf dem Dach, hätte ich beinahe gesagt, der wunderbaren Clearlight Infrarot-Sauna, die, wie ich persönlich finde, zu den besten Infrarotsaunen gehört, die es so gibt. Und ich schraube jetzt hier gerade mal das Dach auf, um dir was zu zeigen. Und zwar etwas nicht ganz Unerhebliches, wie ich finde. Clearlight wirbt ja damit, dass sie ja, mit am strahlungsfreisten sind. Also die Strahlungsfreiheit ist ja bei Infrarotsaunen ein ganz, ganz wesentliches Thema. Das ist jetzt das Oberteil der Essential Sauna von Clearlight. Hier hast du das Stromkabel. Hier ist im Grunde der, ja, kannst du sagen, die Hauptsteuerung drin. Da hinten sieht man so eine LED-Leuchte von oben. Ich habe die auch gechippt hier mit verschiedenen Störungschips für die Torsionsfelder entsprechend, dass sich das richtig stellt, beziehungsweise dass der E-Smog reduziert wird, obwohl das hier über die Folie abgeschirmt ist. Trotzdem habe ich das nochmal zusätzlich gemacht, weil der Strom und somit auch natürlich die Torsionsfelder auf links drehen, das hast du natürlich auch drin an den Strahlern sowieso. Und dann ist jetzt hier dieser Bereich, der eben problematisch ist in Bezug auf Bluetooth. Ja, da ziehst du das Kabel hier raus, dieses kleine. Wenn du die Boxen an sich nicht nutzen willst, kannst du das daneben auch noch abziehen. Und dann ist das Bluetooth-Thema erledigt. So, dann hast du also drin einen schönen strahlungsfreien Bereich und Raum und ja, auch im Außen natürlich auch. Bei Bluetooth, denn bei Bluetooth weiß man ja nie ganz genau, wann und wie und in welchem Umfang das Ding nicht doch am Funken ist. Hier hörst du jetzt mal, wie das Teil am Funken ist, wenn der Bluetooth aktiv ist. Ja. So, und das ist also etwas, was wir nicht unbedingt gebrauchen können. Deswegen wird der Bluetooth jetzt von mir wieder abgezogen. Ich habe noch das Modell, das kleinste Modell. Wenn man die größeren hat, dann ist hier sogar noch ein, nicht nur Bluetooth verbaut, sondern auch ein WLAN-Router, also eine richtige Antenne habe ich da drin gesehen. Die muss man dann natürlich auch lahmlegen, wenn man das also E-Smog-frei haben will. Genau. So, jetzt ist auch hier wieder frei. Genau. So. Dafür wünsche ich dir jetzt schon mal, falls du dich da mal für irgendwann entscheiden solltest, ein gutes tierisches Wohlfühlen. In diesem Sinne, mach's gut, viel Spaß beim Detox, Jörg Fuhrmann, ciao.